Knauf Brio ist ein Estrich-System in Fertigteilbauweise. Es besteht aus monolithisch aufgebauten Elementen mit eingefrästem, robustem Stufenfalz. Je nach vorhandenem Untergrund muss dieser für einen fachgerechten Bodenaufbau vorbereitet werden. Zuerst wird die Oberkante des Fußbodens ausgemessen. Kleinere Unebenheiten des Untergrundes sollten mit Knauf-Nivelliermasse beseitigt werden. Größere Unebenheiten können mit Knauf-Trockenschüttung PA oder Knauf-EPO leicht ausgeglichen werden. Knauf-Fertigteil-Estrich-Brio kann auch auf Knauf-Bitoperl, Nivoperl, Siliperl oder Nivogram-BT als Ausgleichsschicht verlegt werden. Die Absperrung gegen Bodenfeuchtigkeit bei erdreich berührten Betonplatten erfolgt mit der Knauf-Abdichtungsbahn Katja Sprint. Die ausgerollten Bahnen werden mit ca. 10 cm Überlappung an Längs- und Kopfstoß verlegt. Kopfstöße und Anschlüsse werden mit dem Knauf-Anschlussstreifen dicht verklebt. An Wänden wird die Knauf-Abdichtungsbahn Katja Sprint wannenartig bis zur Oberkante des Fußbodens hochgezogen. Nach der Abdichtung kann mit der Aufschüttung begonnen werden. Als Trittschallschicht können Holzfaser- oder Mineralwolleplatten verwendet werden, die für Trockenestrich geeignet sind. Zum Beispiel die Knauf-Holzfaserdämmplatte WF. Knauf-Randdämmstreifen, Mineralfaser werden an allen Wänden, Stützen etc. aufgestellt. Bei Wandanschluss wird der oben liegende Falz abgeschnitten. Knauf Brio lässt sich sowohl mit der Kreissäge als auch mit einer Stichsäge schneiden. Am Wandanschluss werden die Elemente mit abgeschnittenem Stufenfalz verlegt. Knauf Brio Falzkleber wird in zwei Schnüren auf den unten liegenden Falz aufgetragen. Die nächsten Brio-Elemente werden mit dem oben liegenden Falz in den Kleber eingelegt. Der obere Falz wird durch das Körpergewicht auf den unteren gepresst und dabei mit Knauf-Gipsfaserschrauben verschraubt oder verklammert. Knauf Brio sollte nach dem Verlegen ca. 4 Stunden nicht betreten werden, damit der Kleber ungestört abbinden kann. Am nächsten Tag kann mit den Oberbelagsarbeiten begonnen werden.